Herzlichen, liebe telemedialen Freunde, wie versprochen, ich bin heute da und guck mich mal um, was die Jugend an der Rockfabrik so macht. Und ich denke, hier ist ganz schön was los. Und es ist ja toll, dass die Rockfabrik auch meinen Namen sauber beleuchtet. Ne? Also die Kooperation steht und die Sicherheitsabschrankungen, die gehören da auch noch mir. Ne? Also wir sehen uns vielleicht später. Ne? Und es rockt hier schon. Ne? Und der Bär steppt. Ne? Also ich sag Herz 5 und Hua Chai Ha, bis nachher. Götz, ich hab da mal so zwei kleine Fragen. Ja. Es gibt Gerüchte, also wir haben jetzt seit ein paar Wochen die Schüsse beschriften lassen und das Wappen an der Seite vom Schild hängt. Genau. Und da sind da auch von innen drin. Genau, auch von innen drin. Das passt auch mir mein ganzer Farbe, weiß ab, ihr Name. Du hast ja nicht von mir jetzt. Ne? Und es gibt manche Leute, die munkeln, sie möchten irgendjemandem damit eins ausgeschüttet haben. Nee. Oder gibt es irgendeinen besonderen Grund, warum sie ihre Schüsse dann beschriften lassen? Gehen sie jetzt wieder rüber ins Studio, oder? Nee, es ist einfach eine brillante Werbefläche hier. Ne? Ja. Und ich nutze es einfach als Werbefläche. Aber Sie haben die Schüssel noch gemietet und senden auch darüber, oder? Ich habe die Schüssel nicht gemietet, die gehört mir. Ach, die gehört Ihnen, die haben Sie gekauft. Und ich zahle Miete für den Block. Also der Block und die Schüssel gehört mir. Okay. Und seit 5-6 Jahren kriegen wir keinen Strom. Oh, okay. Und deswegen konnten wir nicht mehr senden. Ne? Okay. Und wir hätten nicht den Power gehabt, da gegen vorzugehen, wenn wir einfach keinen Strom gehabt. Und somit konnten wir zum Schluss nicht mehr senden. Ne? Deswegen sind wir ins Internet, ne? Und haben dann gestreamt und war eigentlich so, wenn man mit so einer Schüssel sendet über Astra, ne? Ja. Hat das eine 500.000 Miete im Monat gekostet. Nur der Transponder im Himmel oben. Ne? Ganz schön. Und dann noch das ganze Zeug dazu. Und, im Internet streamen wir für 3.000 Euro im Monat. Ne? Das ist natürlich ganz andere. Und hat voll so Druck, ja, da kann man einfach machen, wie man will. Damals, wo wir Sendungen gemacht haben, gesagt, wir werden mal Fernsehen machen ohne Leistungskonditionierung, war nicht einfach, wenn man noch ungefähr 1 Million Euro im Monat erwirtschaften muss. Aber das haben wir trotzdem gut rübergebracht auf Kanal Telemedial. Und jetzt ist natürlich im Internet viel leichter. Ne? Ja, und jetzt habe ich gesagt, jetzt steht der Name oben. Ich habe damals einige Leute sind immer ab und zu freitags rübergekommen zu mir in Sendung. Ja, das bin ich schon. Ja, war eigentlich, einmal hatte ich so Berater da. Und es war so langweilig, ne? Dann sage ich, ich höre jetzt auf mit der Sendung und zu den Zuschauern habe gesagt, ich komme in einer halben Stunde wieder. Dann bin ich durch die Tür da drüber raus und habe zu den Leuten gesagt, auch mal ein paar interessante Leute für eine Sendung. Und dann sind halt die Leute mit mir rüber und dann haben wir einen Abend wieder. Ja, ich erinnere mich noch an den einen Abend, wo sie die Leute vom Parkplatz geholt haben und einfach mal auch verschiedene Musikinstrumente haben spielen lassen. Das war der Abend, ja, genau. Das war sehr interessant. War da haben wir dann aus dem Stand etwas produziert, ohne Abrede. Ne? Ohne alles. Ne? Ja, und hier ist das Volk. Ne? Und als Kanal Telemedial hat sich halt so ergeben, dass man sagt, denn hier ist das neue Meta-Center. Ne? Und ich habe gesagt, ich lasse mich mal sehen hier. Ne? Ich war letzte Woche hier, wenn kein Strom, wenn jetzt ein paar Kerzen eingestellt, lassen wir ein Licht dahin und ich komme jetzt ab und zu hierher, ne, und habe mein alkoholfreies Bier dabei. Das ist die Hauptsache. Ja. Ja, haben Sie noch irgendwas vor mit der Schüssel oder langt Ihnen erstmal die Werbung? Ja, also das, was ich für Pläne habe, habe ich glaube ich nie drüber zu reden, weil die sind schon sofort platt. Ne? Also ist nicht relevant. Also ich denke, dass wir über Satelliten wieder senden werden, glaube ich nicht. Zwischenzeitlich ist das analoge eh weg. Wir müssen alles auf digital umstellen. Das würde auch wieder kosten. Und wir haben eigentlich jetzt sehr umgestellt und gehen eigentlich direkt zum Menschen. Ne? Und es ist besser und bequemer, die Leute einfach zu erleben. Und wie sieht es
aus mit Ihrem alten Studio? Das steht ja jetzt momentan frei. Haben Sie irgendwie Pläne, da wieder reinzugehen? Oder ja, also, dass Sie wieder näher an die Jugendlichen sind? Ich weiß gar nicht, was da jetzt drin ist. Ne? Momentan steht sie leer. Steht leer. Sie steht leer. Und, also, man weiß nicht, was das Leben bringt, aber momentan habe ich keine Idee, was ich da machen soll. Ich habe noch das Studio und habe die besten Teile von der in Hüderhauser konzentriert. Ne? Und da machen wir halt noch Sendung, wenn es was gibt. Das war meine Sendung. Das heißt, Sie dann auch vorher schon in Hüderhauser? Ja, ist auf jeden Fall. Hüderhauser ist unser Hauptsitz, aber hier ist sozusagen immer noch das telemediale Zentrum. Und ich kann einfach nur rum, ne? Von der Schule über die Schulter. 5 Jahre. Und deswegen habe ich gesagt, wir zeigen ein bisschen Präsenz, wir sind da. Und dass man überhaupt nur weiß, wir sind immer noch in Ludwigsburg. Ne? Schön. Hätte ja keiner gedacht, ne? Dass wir noch da sind. Man sagt ja auch totgesagte Lebenleger. Ne? Richtig. Okay, Herr Hommer, ich danke Ihnen recht herzlich. Ja, ich danke dir. Schöner Abend. Ja, Simon! Danke für Sie.